Na, da weißt du, dass meine Leitung gerade schon wieder übelst spackt. Ich will gar nicht runtergehen, ich weiß genau, was da wieder abgeht. Hat wieder irgendeiner seine uralte Kiste angemacht und zieht mir jetzt wieder meine ganze Internetleitung weg. Die Wichser. Ja, kann ich leider nicht zu sagen. Haben wir auch keine anderen Hobbys als jede Nacht um 12, weiß ich nicht, was zu machen da unten. Die scheiß Kohle kommt auch nicht weiter hier, ey. Ich geh noch ein paar Schweine töten. Aber bist du bei dir jetzt schon rausgegangen? Ja. Echt? Ach krass. Alter, geil, ich sehe dich hier noch hier drinnen rumlaufen. Du guckst mich andauernd an. Jetzt guckst du raus. Jetzt bist du draußen bei mir. Oh, weia. Das ist ja krass. Oh Mann. Ich finde das nicht lustig, ganz ehrlich. Mich fuckt das richtig ab, ey. Ja klar, es ist wirklich scheiße, im Ernst. Ich verstehe es auch nicht, dass von dir die ganze Leitung deswegen weggesogen werde. Dass sich das nicht aufteilt. Na, kommst du auch noch, du Tricksköter, he? Komm her, du Sado. Mistvieh, ey. So, komm her, das Schwein hole ich mir noch. Oh, rennt die Sau schnell, ich kriege gar nicht, ey. Ja, so unnormal, Alter, wenn du hier ein bisschen rumläufst. Wie schnell endlich die Nahrung weg ist, ey. Oh, fuck you, ey. Jetzt scheint es wohl wieder zu gehen, also keine Ahnung, ey. Weißt du, das liegt aber daran, weil mein, auf Deutsch gesagt, doofer Bruder, weiß ich nicht, wie viele Scheiße da auf sein Läppi hat. Man kann doch oben sozusagen, in die Spalte kann man sich doch Internetseiten reinlegen, die da anklickst, wo die dann automatisch angeklickt werden, ja? Ja. Und wenn er dort wesentlich zwischen 20 und 30 solche Dinge hat, da kannst du dir vorstellen, wie viel Internet da schon gebraucht wird, weil das ja jede Seite lädt. Laguna. Meinst du jetzt oben rechts in der Favoritenleiste oder wo meinst du jetzt? Ja. Na, also oben, komplett oben halt. Wenn du Ja, aber so ich bin der Meinung. sozusagen dann den Internetbrowser aufmachst, kann man doch oben oder unten, ne? Geht genauso. So, wo waren jetzt die doofen Fackeln da hinten? War jetzt nicht der Meinung, dass das alles vorgeladen wird, die Seiten da. Ich bin mal eher der Meinung, wenn er da sein Läppi hochfährt oder damit er ins Internet geht, dass dann ja erstmal sowieso 1000 Anfragen kommen wegen der Aktualisierung und all so ein Scheiß und dass das deswegen so extrem dann lahmt. Das wäre eine Möglichkeit, also glaube ich mal eher, dass das ist. Also jetzt geht's wieder. Ich kann durch die Türen gehen. Mal. Mal gucken. Guck mal, ja, du kriegst mal noch eine Spitzhacke, ey, ne, kriegst mal noch.
Also das geht auch. So, hier kriegst du noch zweimal. Und schon. Ah, Skelett ist oben gespawnt. Müssen wir helle machen. Ja, mach ich sofort. Außen, oder? Nee. Das wird oben, wenn er an der Bude drin hängt. Vielleicht hier auch der. Siehst du, ich wusste es. Hier kommt. Siehst du, Laguna, du kleiner Wichser. Vielleicht ist der Creeper auch von hier oben gekommen. Alles da oben. Ja, irgendwie muss er ja reingekommen sein. Ja, du hast gerade abgebaut. Das kann natürlich auch sein, dass er dann hinter dir gespawnt ist. Also. Ich meine, der mich hier draußen gekillt hat, wo ich Pause gemacht habe, sozusagen. Wenn er dich draußen gekillt hat, vorm Dings. Nein, hinterm Dings. Ja, aber wie soll der bitte schon hinten rausgekommen, also nach draußen gekommen sein? Der ist doch dann im Haus gespawnt. Du weißt schon, dass hier noch keine Scheiben drin waren, ey. Ach so, ja, dann. Aber er muss ja erstmal eine ganze Treppe runtergehen und das glaube ich mal eher nicht. Naja, was die Creeper machen, du weißt das ganz genau. So, jetzt können wir auf jeden Fall nochmal Hayabubu machen gehen. Einmal mit Wasser vollnehmen. Aber ich habe mir gedacht, so mit dem Weg, das wäre doch perfekt. Und ich muss sagen, ist nicht so ganz mein Fall. Hätte ich mit dem Teppich irgendwie besser gefunden. Aber das geht ja wieder, ja, nicht, weil man ja nur eine Schicht ganz sozusagen, genau. Ja. Überlegen, ey, was ich hieraus noch mache. So, da hab ich. Nee, das reicht. Komm. Wenn wir jetzt zu zweit gehen, da geht das so oder so schneller. Ich will noch mal Wasser holen. Da kannst du doch hier hinten mitnehmen. Oh, jetzt ist gleich die schöne Musik zu Ende. Hier habe ich das Wasser weggenommen, und hier hat sich Schwein reingedrückt vor uns übelst, ey. Und das letzte Mal bei der Aufnahme. So, so, mittlerweile habe ich schon wieder mehr als genug Gold. Da kann ich mir das nächste Mal wieder meine Uhr machen. Oder bauen oder craften oder. Oh, Pfeil und Knochen. Okay, Knochen fliegt weg, Pfeil behalte ich. Ich hab schon wieder 4 Keulen verloren, ey. Meine Güte. Ne, ich hatte vorhin zwisch die Viecher. Oh, gefährlich. Wo ich die Viecher da getötet hab, warte mal. 160? Nee. Ah ja, 160 und dort 253 was. Oder 52. Meine Wölfchen. Oh, wir sind schon. Den Knochen behalten. Nö, das Vieh kommt eh nicht mit. Oder für Creeper. So, warte mal, das war hier und das war. Okay, wir müssen hier lang. Da ist es. Und was war's? 160 und ja, siehst du. So, jetzt müssen wir hier erstmal Fackeln setzen, Laguna, ey. Hier ist sogar irgendwo eine Höhle oder was gewesen. Ich habe nämlich oben ein Skelett gehört. Oh, hier ist Eisen. Klein mitnehmen. Baust du es ab, Laguna? Ja, kann ich machen.
Oh, die Drecksau. Im Gang, Alter, ey. Dieses Verrunkel. Nur fürs Treppen runtergehen habe ich eine Keule verloren, ne? Aber mal eine andere Sache, wegen Dragon's Dogma jetzt, ne? Wolltest du dir das jetzt noch holen? Das Dark Arisen? Ich brauche mir das nicht holen, ich kann mir das vom Kollegen ausleihen. Achso, ah, das ist natürlich perfekt. Mach das mal, deine Nami muss stärker werden. Meine Nami muss stärker werden. Ja. Aber anfangen sie, ich hab hier einen Kollegen, da kommt die Nami nicht rein. Ah, aber mit den Kollegen habe ich nichts mehr. Wieso das? Ach, der ist ein bisschen arrogant. Wer das gewesen sein? Sag ich nicht. Da weiß ich wer. Hier ist eine kleine Fika. Aha. Guck mal, wie lang der Weg ist. Und da habe ich. Oh, hier, guck mal an. Guck mal an. Oh, wie viel? Oh, keine Diamanten wieder, ey. Kannst ja schon mal weitergehen. Oh, Redstone. Das war 6-mal Gold, ja? Das ist schon meine Uhr wieder. Oh, auf jeden Fall. Redstone ist eigentlich auch noch was. Hier ist Kohle, nice. Klein mitnehmen. Mich natürlich wieder ein bisschen stört, Laguna, dass ich jetzt schon 26 bin. Ah, ich bin 24. Da oben ist noch mehr Redstone. Ne? Ich habe schon fast meine ganzen Fackeln verbraten von den ersten Stack, Alter, ey. Pass auf, ganz gefährlich. Hier ist überall Schluchten und alles, ey. Ich seh's. So, jetzt müssen wir uns erstmal wieder leicht zurechtfinden hier. So, hier ich hab mal den einen kleinen Weg bei mir. Ja, mach ruhig. Ah, kommt noch ein Skelett entgegen. Ah, ja, guck mal an. So, hier kann ist wieder was. Ja. Ja, Eisen, sehr schön. Cola. Hier waren die ganzen Creeper vorhin. Und jetzt höre ich einen Zombie. Hab schon wieder Gold, Laguna. Da oben ist der Zombie. Oh! Noch einer. Oh, hier sind viele Zombie. Hier und jetzt kommt er. Kommst du? Sehr schön. Schwein, jetzt sterbe. Also. Ich habe zu auf den Tod. Sterb doch, Junge. Nein, meine XP. Gib mir meine XP. Meine XP. Ist wieder alles ganz finster. Weiß ich gar nicht, welche Höhle ich wieder als erstes gehen soll. Aber ich gehe erstmal hier hinten lang, weil da war nämlich Gold. Das will ich nämlich haben. Oh, kommt ein Skelett her. Scheiße, was? Hast du dir die Knochen gebrochen? Alles da, du. Fick ich dich. Ich muss erstmal was essen. Mir fehlen eben schon wieder 2 Keulen. Scheiß Fleisch fort. Lass mal erstmal so. Mal sehen, ob ich jetzt dazu komme, mein Gold abzubauen. Jedes Mal kommen ja hier irgendwie Viehzeuge dazwischen. Wo ist es denn jetzt da hinten? Hier ist auf jeden Fall eine größere Höhle wieder. Hey, ich hab den Block gar nicht gesehen.
Guck mal, da bin ich schon dreimal dran vorbeigelaufen. Ja, lass mir ja Kohle hier. Muss ich mir noch ein paar Steine farmen. Kobbel farmen. So, machen wir mal wieder hell. Ah, da kommt Laguna. Ja, kannst du sehen. Da ist Wasser, ey. Ah, so Spinne. Hier hat sich auch nicht festgefahren, ey. Und hier habe ich Eisen. Da hinten kommt Creeper. Ich sehe einen Creeper. Bin allergisch gegen die Viecher, weißt du das schon? Oh, ist hochgegangen. Ja, hier unten stört mich das nicht. Ah, da ist Cola. Okay, ich muss hier noch ein bisschen weiter bauen, Laguna. Hier ist noch mehr Cola, also hier ist richtig viel. Aber wir müssen tiefer bauen, die Höhle ist zu weit oben. Ist kein Wunder, weshalb wir hier keine Diamanten finden. 21, ja. Boah, was, Alter, Scheiße, ey. Ihr miesen kleinen Viecher, ey. Was passiert? Zwei Creeper, ich hau da gerade Kohle weg und auf einmal sehe ich da nur noch zwei Creeper. Fersengeld gegeben, hey. Soll ich dir irgendwie helfen? Ja, nee, passt schon. Ich baue mal hier die Kohle nicht ab, das lasse ich mal für dich, ja? Hier mal Gold schon wieder, jo. So, ah, hier ist Eisen. Und Kohle auch. Und hier oben geht schon wieder die Höhle weiter hoch, aber wir nehmen erstmal hier hinten das Eisen. So, Eisen, Kohle, so muss das sein. Oder was sagst du? Ja, besten wären noch Diamanten, ne? Ja, da sind wir zu weit oben. Da werden wir keinen Erfolg haben. Also ja, okay, es war zwar am Anfang, aber ich habe da auch schon mal Diamanten gefunden. Boah, ja, findest du bestimmt auch jetzt noch. Aber sehr selten wird das sein. Ja, da hier. Ich geh erstmal hier oben lang, jetzt nehme ich schon wieder. Oh, ne. Eine Zombie kommt da schon wieder. Und es geht weiter nach unten, Laguna. Boah, noch mehr Kohle. Ich hab hier auch gerade Kohle, das ist schon krass, aber kann man nicht genug haben. Sagen wir mal so. Hier ist, hier ist auch schon wieder. Oh, du Drecksau. Bam, Alter. Na, nichts explodieren, ich will deine XP haben. Ja, hier machen wir aber mal einfach mal so plump eine Fackel hin. Genauso wie man sie. Na, nicht direkt da dann. Oh, Lapis Lazuli, geil. So. Laguna, kommst du dann mal zu mir? Irgendwie, wenn du kannst? Wenn ich kann, ja. Weil hier geht's nämlich jetzt weiter nach unten und es steigert natürlich die Chancen, an Diamanten zu kommen. So, ich muss aber schon wieder mümmeln.